Herzlich willkommen, meine Damen und meine Herren, zur Closing Bell, alles was den Markt und den DAX heute berührt hat. Ja, der DAX war ja allein zu Hause, muss man sagen. Amerika und Großbritannien hat ja heute nicht gehandelt. Memorial Day, da wird ja den Toten aus den Kriegen gedacht und die Börsen bleiben geschlossen. Dafür hat der DAX sich allerdings hervorragend geschlagen, muss man sagen. Fast ein halbes Prozent geht's rauf. 10.333. Naja, und traditionell ist es eigentlich so, dass nach dem Memorial Day in Amerika, dadurch, dass die Börse geschlossen bleibt, dann traditionell am Tag danach ordentlich zugekauft wird. Ja gut, das würde uns natürlich dementsprechend morgen sehr zu Pass kommen, weil morgen haben wir ja Monatsabschluss und seit letzter Woche ist der Markt ja seit Dienstag, Mittwoch wirklich hervorragend gelaufen. Wir haben ja sehr, sehr starke Käuferhände innerhalb des Marktes gesehen. Ja, der Dow Jones am Freitag bei 17.873 Punkten raus, immer noch ein Aufschlag von 0,25%. Ja, dass der DAX heute so gut reingelaufen ist, waren auch die Asiaten schuld. Der Nikkei bei 17.068, immerhin ein Plus von 1,4%. Ja, Nordseesorte Öl geht auch weiterhin rauf, muss man sagen, 49,68, ein Plus von fast 1%. Ja, wenn wir mal drauf schauen, heute die Automobilbauer waren gefragt, Volkswagen, Daimler, BMW, ja, Volkswagen morgen, ja, mit den ersten Ergebnissen, mit den ersten Zahlen, das ist man natürlich sehr gespannt drauf, was da im Quartalsbericht dann auftritt. Ansonsten Daimler, Bayer auf Platz 3 und Henkel dementsprechend auf Platz 4 mit leichten Aufschlägen. Noch unten dann dagegen ThyssenKrupp mit leichten Verlusten, Siemens und die Deutsche Post noch leichter. Ja, also ich muss sagen, der Mai hinten raus hat sich doch relativ gut entwickelt, vor allen Dingen seit Dienstag, Mittwoch. Letzte Woche haben wir ja ordentlich zugelegt und der DAX ja auch dann über 10.000 Punkte nach oben gelaufen. Ja, wir liegen jetzt über der 200-Tageslinie und das könnte durchaus ein positives Bild dementsprechend für die Marktteilnehmer sein, dass tatsächlich jetzt auch in den nächsten Tagen weiter zugekauft wird. Ja, und das Thema Zinserhöhung, Zinserhöhungsfantasien in den Vereinigten Staaten, ja, dem wurde ja letzte Woche ganz klar von Janet Yellen am Freitag schon mal bescheinigt, dass man im Juni oder Juli an der Zinsschraube drehen will. Also somit die Marktteilnehmer haben das allerdings aktuell anscheinend schon eingepreist. Und das ist de facto gut so. Ja, das war der Marktbericht, das war die Closing Bell. Bleiben Sie mir und der Börse gewogen.